Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem, das war voll das gay Intro, aber egal. Herzlich willkommen zu einem kleinen Nintendo Talk hier. Und wie man hört, bin ich schon nicht alleine, bin ich nicht alleine. Mit dabei ist heute der Nies. Moin. Moin, Servus. Und wir beide reden heute ein bisschen über das zurückliegende Jahr, beziehungsweise die zurückliegenden 8 Monate von Nintendo im Jahre 2020. Wobei wir fangen schon etwas früher an. Das ganze Video ist übrigens nicht geskriptet, also nicht wundern, falls wir mal uns in Gedanken verlieren oder so. Kurz zum Inhalt des Videos. Wir wollen gerne einmal kurz eine kleine Timeline geben. Was ist dieses La Jahr bislang passiert bei Nintendo? Ich kann euch schon mal verraten, es ist nicht viel gewesen. Und wie waren die Reaktionen darauf? Wie sind unsere eigenen Meinungen dazu? Und noch so eine kleine Prognose für die Zukunft wollen wir auch noch dazu geben, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde ganz gerne diese Diskussion starten mit einem Satz, den du gerne mal kommentieren kannst, ob du meinst, ob das stimmt oder nicht. Das ist meine Meinung. Ich verurteile niemanden dafür, wenn er anders denkt, aber der Satz, den ich dir gebe, ist: 2020 ist bislang das schwächste Jahr der Switch. Ja, das kann man durchaus so sehen. Also ist absolut begründet, meiner Meinung nach, bis jetzt. Ich meine, ein bisschen kann ja noch kommen, aber so wie es Nicht jetzt viel, ja. aussieht, würde ich das einfach mal bezweifeln. Es ist. Also ich muss sagen, also man muss jetzt als allererstes, glaube ich, mal eben vorweg sagen, Corona, wir akzeptieren hier alle, oder wir wissen alle, wir glauben alle, dass Corona Nintendo natürlich beeinträchtigt hat. Ich denke, das steht außer Frage. Corona hat alle beeinträchtigt. Natürlich. Es hat wahrscheinlich Nintendo auch mehr beeinträchtigt, als sie es selbst gerne zugeben würden, weil die haben ja irgendwie so in Interviews, ich habe da mal Interviews gelesen vom Präsidenten und so, der gesagt hat, nein, 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 alles gut, wird nichts verschoben und so. Also das kaufe ich ihm nicht ab, sage ich dir ganz ehrlich. Aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel Sony, also wir wissen ja alle, Nintendo hat seinen Sitz in Japan. Und Sony, die ihren Sitz auch in Japan haben. Haben es irgendwie hingekriegt, ich glaube, 2 State of Plays im Sommer zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, die haben 2 State of Plays gemacht im Sommer. Nintendo hat ja selbst auch Präsentationen gemacht. Dazu kommen wir gleich. Also frage ich mich, wenn sie diese Präsentation wie zum Beispiel eine Indie World machen können im September oder im August, warum können sie dann keine normale Direct machen? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ich würde jetzt allerdings gerne mal mit der Timeline, sage ich jetzt mal, beginnen. Ich würde ganz tatsächlich noch mal ein ganzes Stück zurückgehen bis zum Juni 2019, denn das war so das letzte Mal, wo Nintendo wirklich was richtig Geiles gemacht hat, sage ich jetzt mal, was richtig Geiles in Sachen Also E3, sagst du? E3, genau, in Sachen Ankündigungen oder Directs. Zum einen kam da die Meldung, dass Animal Crossing auf 2020 verschoben wird, was natürlich einige geärgert hat, aber okay, kein Problem, man will den Entwicklern mehr Zeit geben, verstehe ich. Ja, wenn Und am Ende ein besseres Spiel ja, rauskommt. genau. Und Animal Crossing, ich denke, natürlich, dazu muss ich mal eben direkt mal was vorweggreifen. Animal Crossing hat sich natürlich verkauft wie geschnitten Brot. Ja, das, hallo Handy. Das, muss man natürlich dazu sagen. Das ist schon richtig. Aber es hat einen deutlichen Push durch Corona bekommen, meiner Meinung nach. Das kann man, also ich denke, die Ja, Ankündigung. also ich denke auch, das hat durchaus guten Einfluss haben können. Das war Ja. kein richtiger deutscher Satz. Ha, kein Aber Problem. du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube Weil tatsächlich natürlich Animal. viele zu Hause bleiben und so Ja. weiter. Da denke ich mal, dass auch viele Eltern oder sowas dann sich einfach gesagt haben, okay, ich muss jetzt hier mein Kind zu Hause irgendwie betreuen, kaufe ich dem jetzt mal eine Switch und Animal Crossing ist da gerade für Kinder Das ist wahrscheinlich ein ja, gutes Animal Game Crossing zum ist ja auch irgendwie Einsteigen. so das most casual aller Casual Games von Nintendo, glaube ich. Ich glaube, das kann jeder spielen, da braucht keiner irgendwelche Videospielkenntnisse haben. Sogar meine Mutter spielt das. Ja, ey, das Spiel hat plötzlich so gut wie jeder gespielt. Die ganzen Celebrities haben das ja auch hier. Brie Larson hat das ja auch so advertised hier, dass sie so eine krasse Insel hat da und so. Jo, stimmt. Aber wie gesagt, durch Corona. Meiner Meinung nach durch Corona. Es hätte niemals 20 Millionen geknackt, wenn es nicht Corona gewesen wäre.
ist jetzt aktuell das zweitmeistverkaufte Switch-Spiel. Auch das wäre nicht passiert, wenn Corona nicht gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher. Die Animal Crossing-Fanboys werden jetzt natürlich sagen, nein, das hätte sich so oder so so krass verkauft. Aber nein, auf keinen Fall, glaube ich nicht. Aber noch mal eben kurz zurück, ja, zu E3 2019. Das letzte Geile, was Nintendo da angekündigt hatte, Breath of the Wild 2. Ja. Kleiner Trailer. Und das war ja auch mehr so ein Teaser. Genau, ein kleiner Teaser zu Breath of the Wild 2. Das ja noch immer kein Release-Date hat, aber das ist auch okay, weil Breath of the Wild ist ja noch nicht mal 4 Jahre alt. Also. Und die haben ja da extra gesagt bei der E3, dass sie sich da sehr viel Zeit nehmen wollen, ja, so viel wie nötig. Genau. Und da nichts überstürzen wollen, nur jetzt um den Hype von BOTW 1 aufrechtzuerhalten. Ja, da fand ich auch, muss ich sagen, ein paar Fanboys jetzt nicht so realitätsnah, die dann so gesagt haben, ah, das ist safe der Holiday-Title für 2020. Also nein. Da, also ich finde ja sowieso die Nintendo-Fanbase, gerade die in den USA, die machen sich teilweise Hype um Sachen, die einfach unlogisch sind und sind dann enttäuscht und wütend über Sachen, die komplett unlogisch eigentlich sind und über die man gar nicht erst hätte sich aufhypen müssen. Deswegen, dazu komme ich gleich übrigens auch noch. Jedenfalls war das so das letzte Mal, E3 2019 war so das letzte Mal, wo Nintendo wirklich geile neue Sachen angekündigt hat, die jeden abgeholt haben und die jeden begeistert haben. Dann kam's noch zur Nintendo Direct am 4. September 2019. Das war die letzte Nintendo Direct, die wir bislang gehabt haben. Alter. Die ist jetzt fast... Fast ein Jahr her. In 2 Tagen sind es 365 Tage. Ist ja Schaltjahr, deswegen sind es 366 am 4. September. Also, 3 Tage noch, dann haben wir ein komplettes Jahr ohne Nintendo Direct. Und das ist schon ziemlich krass. Aber wir gehen erstmal weiter. Ja, wir haben die Direct gehabt. Okay, 2019. Da gab es Update zu Luigi's Mansion 3, glaube ich. Deswegen fand ich die Direct persönlich sehr gut. Hat jetzt nichts Neues angekündigt, aber ist okay. Luigi's Mansion kam ja noch raus. Ne? Animal Crossing war ja bestätigt. Breath of the Wild war bestätigt. Alles gut. So, dann kam der Januar 2020. Da war Corona ja noch nicht so in Japan. Das ging ja erst so im März richtig los, in Japan zumindest. Mhm. Aber im Januar, da gab es dann schon die ersten Spekulationen. Ich persönlich habe den mega Hype gehabt im Januar, weil ich mir gedacht habe, okay, es sind schon wieder fast 4 Monate um seit der letzten Direct. Es muss ja jetzt eigentlich mal wieder was kommen. Nintendo muss ja irgendwie zeigen, was haben sie jetzt nach Animal Crossing für 2020 noch geplant. Und dann verging Januar und dann verging der Februar und dann war es schon Anfang März und ich habe mir gedacht, ey, willst du mich jetzt verarschen? Kommt jetzt hier irgendwie keine Direct mehr vor Animal Crossing? Was ist denn das jetzt? Und die Spekulationen waren ja immer sehr hoch. Die Leaker haben ja damals echt angefangen, so das Ganze hoch zu hypen. Und es kam ja alles Mögliche raus. Das muss man ja mal sagen. Nintendo hat es ja dieses Jahr geschafft, eine komplette Subsparte der Nintendo Directs zu bilden. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, 2 Smash Directs, 3 Pokémon Directs. Wir hatten eine Animal Crossing Direct. Wir hatten eine Direct Mini. Wir hatten 2 Direct Mini Partner Showcase. 2-mal Indie World. Aber keine fucking normale Nintendo Direct. Und ja, es kam der... Das war's dann mit der Monetarisierung. Ja, scheiß drauf. Aber es kam der Februar. Da kam dann die Animal Crossing Direct. Dann kam der März. Ja, Pokémon kam auch 3 Directs oder so und eine Smash Direct vorher noch. Dann kam der März und dann kam erstmal die Indie World. Dann kam Animal Crossing raus. So, dann haben wir an sich so gedacht, okay, Ende des Monats haben sie ein Investoren-Meeting. Dann werden sie ja wohl noch eine Direct jetzt Ende März irgendwie bringen nach Animal Crossing. Nö. Dann kam die Direct Mini. Und dazu habe ich ja ein Video schon gemacht auf YouTube. Ja, wer es nicht gesehen hat, checkt's mal aus. Aber das war so ein kleines Rant-Video. Sehr empfehlenswert. Das haben wir zusammen gesehen, meine ich, ne? Kann ich mich doch dran erinnern, dass wir die Direct Mini zusammen gesehen haben. Direct Mini war wahrscheinlich eine von denen, die wir zusammen geguckt haben. Wir haben ja 2 zusammen gesehen dieses Jahr. Und die Direct Mini und die Juli Partner Showcase, die haben wir, glaube ich, zusammen gesehen. Mhm. Ja, und die Direct Mini kam. Und was war da auf dieser Direct Mini? Was wurde da angekündigt? Eigentlich nichts. Also es wurden nur über bereits bekannte Spiele gesprochen, so Third-Party-Games, ne? Jo. Ich glaube, es wurde hier 51 Worldwide Games, ne? Dieses, du weißt schon, ne? Dieses Brettspiel. Ach so, ja, stimmt. Da war ich ja tatsächlich eigentlich sogar ein bisschen Hype drauf. Ich auch, aber dann kam das $60-Preisschild. Ach, weiß ich ja nicht. Also für so Brettspiele, die sowieso jeder zu Hause hat, $60 nochmal. Ja, aber da war ja auch hier Bowling und so ein Kram, ne? Ja. So ein bisschen an Wii Sports angelehnt, das fand ich schon eigentlich ganz cool. Also, wenn man ein Spiel das Highlight nennen kann von der Präsentation, dann war es das.
Ja, und da, aber irgendwie war Aber dann. es ist ja schon traurig, dass das Highlight war. Ja, das war leider das Highlight und irgendwie kam nichts für das Jahr. Und man hat sich so gedacht, okay, das ist jetzt komisch. Das hat man noch nie gehabt. Man ist noch nie in ein Jahr gegangen bei Nintendo, wo man einfach die Zukunft, wo die Zukunft ungewiss war, wo man kein Spiel hatte, worauf man sich freuen konnte. Und mein persönlicher Gedankengang, den habe ich auch am Ende des Videos mit euch geteilt, der war, okay, im Juni, ne, da ist ja E3. Beziehungsweise, da war ja Corona schon, ne? Ende März war ja schon Corona und die E3 war ja auch schon abgesagt. Aber Nintendo ist ja nie physisch bei der E3 dabei. Also die sind ja, haben ja immer nur ihre Directs da zur E3 und das war es ja dann eigentlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das kann denen ja eigentlich egal sein. Können sie ja im Juni trotzdem was veröffentlichen. Ja, dann kam im Mai allerdings ein Interview, wo der Nintendo-Präsident gesagt hat, nee, im Juni gibt's nichts mehr. Okay, also weiter warten. Und dann kam allerdings im Mai noch eine andere Sache. Ein Twitter-Announcement von Nintendo, beziehungsweise ein Stealth-Drop-YouTube-Trailer von Paper Mario The Origami King. Deine persönliche Meinung zu Paper Mario The Origami King? So bislang, du hast es ja noch nicht komplett gesehen. Nicht schlecht, ja. Erstmal, um so zu sagen, nicht schlecht. Aber für jemanden wie mich, der die alten Paper Marios tatsächlich nicht kennt, und ich weiß, dafür werden mich jetzt vielleicht ein paar Fanboys hassen, kann ich es halt, ich kann es halt nicht vergleichen mit irgendwie Paper Mario 2 zum Beispiel, was ja, ich glaube, in der gesamten Fangemeinde als das Beste gilt, wenn ich mich nicht irre. Ja, muss ich halt, also ich kann es halt nur mit Stikasta oder Color Splash vergleichen. Und gut, ich habe jetzt noch nicht so viel davon gesehen, wie du ja schon sagtest, deswegen kann ich da eigentlich auch noch nicht so eine richtige Meinung zu abgeben, aber bis jetzt würde ich sagen, es ist halt so okay, mittelmäßig. Okay. Also ich muss sagen, ich fand es überraschenderweise besser als Luigi's Mansion 3. Also ich fand Luigi's Mansion 3 war ich eigentlich, glaube ich, sogar mehr gehypt drauf. Ich hatte vorher war ich im festen Glauben, ich würde Luigi's Mansion 3 besser finden als die Paper Mario-Reihe. Aber ich glaube, es hat sich jetzt sogar tatsächlich geändert. Also ich persönlich fand es ein sehr gutes Spiel. Natürlich kein Kann man das denn perfektes. miteinander vergleichen? Luigi's Mansion Ja, einfach die. und Paper Mario sind ja völlig unterschiedliche. Ja, aber du kannst ja trotzdem ein Spiel besser finden als das andere. Ja, das schon, ja. Aber ich muss sagen, dass mich das Spiel, wie gesagt, vom Gegenteil überzeugt hat. Ist kein perfektes Spiel, auf gar keinen Fall. Also gerade der Anfang, der zieht sich ja ein bisschen wie ein Kaugummi. Aber ich finde es besser als Color Splash. Und Color Splash fand ich schon besser als viele andere Paper Marios. Deswegen ist es schon sehr weit oben. Auf jeden Fall. Auch ich habe Paper Mario 2 nicht selbst gespielt, zumindest. Deswegen will ich da mir keine eigene Meinung auch von machen unbedingt. Deswegen will ich das auch nicht unbedingt vergleichen, aber es ist auf jeden Fall das Beste, meiner Meinung nach, auf jeden Fall das Beste von den neuen. Okay. Starte, was bei Super Paper Mario damals auf der Wii schon gestartet hat, weil das war ja schon so ein Abzweig vom normalen Paper Mario, von der normalen Paper Mario Formel, komischer. Also Super Paper Hast. Mario mit Abstand, meiner Meinung nach mit Abstand das Schlechteste. Gut, das kenne ich halt noch weniger als Paper Mario 2. Aber naja, hasst mich ruhig alle. Stikasta, all-time favorite. Da bist du wirklich. Also die meisten finden ja, also da will ich jetzt auch keine Opinion mir selbst nochmal hier bilden oder so, aber die meisten finden ja, dass Stickers da sogar noch schlechter als Super Paper Mario ist. Also, nee, Also Super Paper das sehe ich ja. Mario, also Super Paper Mario ist mir so fern von einem Paper Mario eigentlich, dass ich das einfach nicht akzeptieren kann. Aber ich finde Stickers da jetzt im Vergleich zu den anderen auch nicht so pralle. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, wie es gemacht wird, aber ich finde es dann doch die anderen besser. Ein bisschen. Ich kann dir ja mal nach dem Talk hier sagen, was ich an Stickers so also geil fand, weil das passt jetzt wahrscheinlich nicht Das so passt, das sprengt zum den Film. Rahmen jetzt. Ja, das sprengt den Ja, Rahmen. genau. Wir waren bei der Paper Mario Ankündigung. Wir sind ja immer noch bei der Timeline. Unsere Thoughts. Genau, Ich habe gleich genau. noch ein paar kritische Fragen, die ich dir stellen muss. Aber Oha. unsere Thoughts sind so ein bisschen. Die kommen jetzt gleich am Ende. Das ist jetzt nur ein bisschen reingeschoben hier in diese Timeline-Geschichte. Also wir hatten die Ankündigung im Mai für Juli. Das ist schon für Nintendo-Verhältnisse ungewöhnlich, dass sie 2 Monate vorher ein Spiel ankündigen. Das Jo, passiert stimmt. normalerweise nicht, aber dann hatte man wenigstens mal wieder ein Spiel, wo man sich ein bisschen drauf freuen konnte. Ich finde persönlich, was ist deine Meinung dazu? Lieber Twitter-Announcements und Stealth-Drop YouTube-Trailer oder lieber Direct? Mit mehreren Sachen, ne? Ich würde sagen, lieber Direct. Also,
Was ich bis jetzt immer am meisten gefühlt habe, sind so Vorstellungen, zum Beispiel auf so Events wie der E3 oder Gamescom, wo dann halt einfach so richtig viel auf einmal gedroppt wird. Sowas liebe ich einfach. Das hypt mich immer richtig auf. Finde ich nämlich auch. Also ich finde, das ist viel mehr forgettable, sag ich jetzt mal, wenn du einfach nur so ein Twitter-Ding machst, also es fühlt sich auch einfach falsch an, wenn die einfach Paper Mario so richtig kacke machen, wie ein Stück Scheiße. Stell dir mal vor, die hätten das für Super Smash Bros. Ultimate gemacht. Ja. Das wäre so untergegangen. Ach, aber Smash Bros., da brauchst du mich gar nicht, da ist noch ein ganz anderes Fass zu öffnen, ne? Die Smash Bros. Community, da muss ich auch irgendwann mal einen Rant drüber machen. Wie man sich über einen fucking Charakter so krass hypen kann, wenn er angekündigt wird. Naja, aber das ist auch ein anderes Thema. Aber ich auch persönlich, also Directs, ich weiß nicht, ob Nintendo diese Marketingstrategie jetzt beibehält, ob die das jetzt immer so machen, aber ich finde auch persönlich Directs, da hast du ja, guck mal, die werden 2 Tage im Voraus schon mal angekündigt, da wird schon mal Hype aufgebaut. Die schauen sich Millionen Leute an, also wirklich bis zu 4 Millionen Leute schauen sich diese Directs auf YouTube an. Und das ist schon ziemlich krass. Und jeder hat ja immer irgendwas da noch dabei, was einen hypt. Ne? Das ist ja für jede Sparte immer was dabei. Ja. Und jeder freut sich dann einfach, wenn diese Direct vorbei ist, weil alle so diese Live-Reactions. Und das Ding ist, wenn du so ein Twitter-Announcement siehst, also ein Video, bei mir war es ja so, ich hab das Handy angemacht an dem Morgen und hab dann gesehen, Paper Mario Trailer. Mhm. Okay, ich hab mich zwar gefreut, aber dieses Überraschungsmoment, weißt du, was du bei einer Direct hast, wenn jetzt so Nintendo sagt, okay, hier einen Trailer haben wir noch vor euch und du weißt nicht, was ist es bloß? Und dann kommt da so Paper Mario irgendwie durchs Bild gelaufen und so. Dieses, boah, krass, diese Explosion an Gefühlen, die ist dann einfach nicht da. Genau. Die ist einfach nicht da. Sehe ich absolut genauso. Okay, das hatten wir. Dann kam Paper Mario logischerweise im Juli raus. Ach nee, Moment. Moment. Pass auf. Anfang Juli. Ja, Paper Mario war ja 17. Juli. Mhm. Anfang Juli gab es das Nintendo Treehouse Event. Das digitale Nintendo Treehouse Event. Ja, das, und da kommt jetzt ein ganz neues Thema hinzu, was ich mit dir besprechen will. Die Nintendo Fanbase. Nintendo hat es geschafft, dieses Jahr die Nintendo Fanbase endgültig in zwei zu teilen. Und darüber möchte ich mit dir gleich auch reden. Und das war das erste triggernde Event dafür. Es war das Nintendo Treehouse, wo sie Neues zu Paper Mario gezeigt haben. Und sie haben vorher angekündigt, was hattest du gesagt? Ich habe nur ja gesagt. Achso. Und sie haben vorher angekündigt, dass sie ein neues Spiel von WayForward Games ankündigen. So, WayForward Games ist jetzt, die machen hauptsächlich zwar nur Nischenspiele, aber es gibt ein paar Titel, in die sie schon involviert waren, unter anderem in Metroid-Sachen, wo halt viele Fans auch drauf gehypt sein können. Und die Fans waren voraus dann natürlich richtig hart gehypt. So, und dann haben sie beim Treehouse, erstmal das Treehouse, die Qualität war absolut kacke. Also da wirklich jeder andere Publisher hat das viel besser hingekriegt. Nintendo, auch die Kameraqualität, Mikroqualität, alles war einfach schrecklich. War das, wo die quasi so in so einem Halbkreis saßen und einfach so ein paar Sachen besprochen haben? Nee, das war nicht Nintendo. Das war wirklich mit, da haben die Paper Mario Gameplay gezeigt und sie saßen alle bei sich zu Hause und haben da so eine Webcam mit der Webcam da. Okay. Aber wie gesagt, qualitativ scheiße. So, und dann kam das neue WayForward Game. Ich weiß nicht, ob du davon was gesehen hast, aber es war im Endeffekt war es Bakugan. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du da was von gesehen hast. Bakugan sagt mir durchaus was, auch ich war mal in der Grundschule. Es ist ein Bakugan-Game gewesen und zwar mit der Grafik von der Wii. Bestenfalls mit der Grafik von der Wii. Ja, ich meine, ich glaube, ich habe das, also ich habe jetzt sogar Bilder im Kopf. Ich glaube, ich habe das sogar mitbekommen irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob es durch dieses Treehouse-Event war oder dann später durch irgendwas, aber. Es war auf jeden Fall für viele Nintendo-Fans eine herbe Enttäuschung. Und Nintendo hat das auch eingesehen, dass sie das ein bisschen blöd gehypt haben, halt, ne, auf eine dumme Art und Weise. Sie haben kurz vorher nochmal so einen Tweet abgesetzt: so krass ist es jetzt doch nicht, jetzt hypt euch nicht so sehr, also, aber da war es natürlich schon zu spät. So, dann kam das Treehouse. Das war der erste Trigger. Dann kam Paper Mario. Und dann nach Paper Mario war ja wieder die Situation, okay, was bringt Nintendo jetzt für den Rest des Jahres raus? Nach Juli. Da müssen doch eigentlich noch 1-2 Spiele sein. Und wieder war es so, weil halt keine Direct vorhanden war, wusste man es nicht und man war so unsicher einfach. Und dann kam der 20. Juli 2020. Das ist wahrscheinlich der schwärzeste Tag vielleicht bislang in der Geschichte von Nintendo.
Dann kam das zweite, was wir uns zusammen angesehen haben, das Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Und im Voraus hatten Leaker eigentlich schon angekündigt, oh, am 20. Juli, da gibt's was Krasses, Leute. Macht euch bereit. Und alle hatten sich gehypt. Und dann kam das. Und dann habe ich diese Ankündigung auf Twitter gelesen, ja, okay, keine First-Party-Games. So, also du bist direkt mit null Erwartungen schon reingegangen. Ja. Und dann. Ja, was heißt null? Ich sag mal so, es gibt auch gute Third-Party-Games. Ja, ne? Einige ganz okay Third-Party-Games gibt's. So. Und dann war die Präsentation 8 Minuten lang. Es gab 5 Spiele zu sehen. Ich denke, jeder Shin Megami Tensei-Fan ist komplett ausgerastet und hat die Direct richtig hart gefeiert. Aber jeder andere, der hat sich gedacht, Alter, das kann nicht euer Ernst sein. WWE Battlegrounds und was haben die noch gezeigt? Rogue Company, so ein kostenloser Online-Shooter, der in die Tonne kommt. Irgend so ein Vollpreis-DLC für Cadence of Hyrule. Was keine Sau interessiert. Also, das DLC ist schon interessant, aber für den Preis, nee. Ja, und das war dann der zweite Trigger, der die Nintendo Fanbase komplett gespalten hat. Und zwar in 2 Teile. Das sind jetzt 2, ich beschreibe beide Teile jetzt übertrieben. In die Toxic Fans und in die Nintendo Defenders. Die Toxic Fans, die einfach nur noch wütend sind, was Nintendo macht dieses Jahr. Und die Nintendo Defenders, die um jeden Preis Nintendo verteidigen wollen und die einfach toxic auf die Toxic Fans sind. Ja, ja. Dann ist ja klar, zu welcher Partei du gehörst. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich Nintendo beleidige oder so oder da Drogen schicke oder sowas. Oder ich bin besorgt um Nintendo. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich toxic in dem Sinne bin, dass ich da jetzt rumbeleidige. Klar, was war das jetzt für eine Scheißpräsentation? Okay, das sage ich dann direkt danach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da losgehe, Nintendo ihr Hurensohn oder so. Aber das machen ja die Toxic-Fans, ja? Die Toxic-Fans direkt auf Nintendo losgegangen. Was soll das hier, Schweine? Und die Nintendo Defenders, die haben es leider nicht richtig verstanden, muss ich sagen. Weil die Nintendo Defenders, das ist jetzt so ein Meme geworden übrigens in der Nintendo-Community, dass sich die Toxic-Fans immer zu hohe Erwartungen setzen bei Präsentationen. Weil die Toxic-Fans angeblich jetzt unzufrieden gewesen wären mit der Partner-Showcase, weil sie jetzt Mario erwartet haben oder Zelda oder irgendwie so, irgendeine Ankündigung. Aber das ist ja nicht der Fall. Nintendo hat ja vorher angekündigt, yo, Partner-Showcase, es wird keine First-Party-Titel geben. Aber allein dieser Tweet, der sorgt ja schon für Ärgernis. Das ist es ja, warum man wütend ist. Weil man nicht weiß, was kommt dieses Jahr noch. Es liegt ja nicht mit dem, hat ja nicht mit dem Inhalt dieser Präsentation zu tun. Ja. Das haben die Nintendo Defender allerdings nicht verstanden und sind dann direkt auf die Toxic-Fans losgegangen und das hat sich jetzt so etabliert. Es ist jetzt bei jeder Präsentation so, es shooten immer die Toxic-Fans gegen die Nintendo Defenders und die Nintendo-Community ist einfach komplett gespalten jetzt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich Nintendos Schuld dieses Jahr, muss man sagen, weil sie hätten anders umgehen können mit der Situation. Aber, naja, wir gehen nochmal einen Monat weiter, August, wieder kochen die Gerüchte auf. Was kommt? Eine Indie-World. Okay, ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Was findest du besser? Indie-World oder Partner-Showcase? Definitiv Indie-World. Definitiv. Also was sie bislang bei den Partner-Showcases gezeigt haben, 1000% Indie-World. Da gibt es wenigstens so ein paar Games, die so ganz nett aussehen, wo man sich denkt, oh ja, okay. Ja. Manche davon haben auch echt Potenzial. Ja, muss man sagen. Ich mochte dieses eine Spiel. Ich weiß nicht, hast du die Indie-World von August gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann sein, ich weiß nicht. Die haben da so ein Spiel gezeigt, wo man so der fairen Mann des Jenseits ist und wo man dann die verlorenen Seelen da ins Jenseits bringen muss. Das sah eigentlich ganz cool aus. Doch, das sagt mir was. Ich glaube, das habe ich gesehen. Jedenfalls. Aber naja. Jedenfalls kam dann die Indie-World. Die verlief noch relativ ohne irgendwelchen Hate und Criticism und sowas, weil nach einer Indie-World kommt normalerweise eine Nintendo Direct oder eine Direct Mini. Also was kommt eine Woche später? Die Leaks kochen wieder auf. Nintendo Direct Mini Partner Showcase, die zweite. Diesmal 11 Minuten, habe ich mir gar nicht erst angesehen, also zum Inhalt kann ich gar nichts sagen. Aber auch da wieder, wenn man sich die Like-Dislike-Rate ansieht, ungefähr 40% Dislikes bei beiden Partner Showcases, dann weiß man schon, irgendwas stimmt da nicht, ja. Und wieder ging's los. Die Toxic Fans und die Defenders, die kamen wieder alle auf Nintendo drauf. Und jetzt sind wir hier am, heute ist der erste, ne? Am 1. September und sitzen hier und wissen immer noch nicht, was los ist. Nintendo hat am 16. September einen. Also, die müssten sich ja so krass auf irgendwas ausruhen.
Ja, die haben sich wahrscheinlich einfach nur auf den Erfolg von Animal Crossing ausgeruht, jetzt dieses Jahr, glaube ich. Ach ja, eine Sache habe ich ja komplett noch vergessen. Ich habe nur eine Sache komplett vergessen. Pikmin 3 Deluxe vorne wurde angekündigt. Pikmin 3 Deluxe wurde angekündigt. Ah, das wird aber ein paar Fans gefreut haben, denke ich. Also, ja, aber es ist natürlich auch wieder nur ein Port von einem 7 Jahre alten Spiel. Ja, definitiv. Also, den Port, den sie zum Vollpreistitel verkaufen. 60 Euro. Das erinnert ein bisschen an Blizzard mit Diablo fürs Handy. Ja, da ist genau das Gleiche. Und das Geile daran ist ja, warum die Fans so richtig wütend geworden sind. Also pass auf, das ist jetzt Pikmin 3, das vor 7 Jahren für die Wii U kam, kommt jetzt auf die Switch im Oktober. So. Es gibt ein bisschen Zusatzcontent, es gibt irgendwie so ein neues Story-DLC, aber nur so ein kurzes. Also es gibt irgendwie einen Prolog, Epilog zur Hauptstory. Und 60 Euro. Und auf der Wii U haben sie das aus dem eShop rausgenommen, Pikmin 3. Das hat da natürlich dann nur noch irgendwie so 20 Euro oder so gekostet. Das kann man sich jetzt nicht mehr kaufen. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr die Wahl, sich für weniger Geld die Wii U-Version zu kaufen. Und man ist jetzt gezwungen, wenn man Pikmin 3 haben will, das sich für 60 Euro auf der Switch zu holen. Da gab es auch eine sehr krasse Controversy drüber. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Sehr viele Leute haben es gerantet und alles. Aber darüber möchte ich jetzt nicht so sehr reden. Mhm. Also, wir sind jetzt 1. September, nochmal ins Gedächtnis rufen. 16. September hat Nintendo ein Investorentreffen, ein außerplanmäßiges. Bis dahin müssen sie eigentlich ja noch was gezeigt haben, oder? Also, irgendwas muss da noch laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in dieses Investorentreffen reingehen. Sie haben schon angekündigt, da werden sie nichts Neues ankündigen. Da müssen sie doch den Investoren irgendwas schmackhaft machen. So, ja, ey, schön, dass ihr in die Switch investiert. Dafür kriegt ihr ein neues 3D-Mario oder so. Also, irgendwas, also es wäre ja komplett dumm. Die würden ja richtig viel Kohle wegschmeißen, potenzielle Kohle, wenn die ein Weihnachtsgeschäft komplett ausfallen lassen würden. Genau, und vor allem mit so starker Konkurrenz. Und ja, erstens das, super starke Konkurrenz. Ne? Sony und Microsoft bringen neue Konsolen auf den Markt. Neue Konsolen heißt dann auch immer neue Spiele. Mhm. Also, irgendwie, mir fällt es aber schwer, Hoffnung aufzugeben. Deswegen, ich glaube daran, dass Nintendo jetzt im September oder Oktober noch irgendwie eine richtig große Ankündigung fürs Weihnachtsgeschäft macht. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, immer noch diese Leaks mit dieser Collection fürs Anniversary, mit den ganzen Remakes für die Switch von den alten Spielen. Das wäre schon sehr geil, auch wenn es halt jetzt auch wenn es wieder nur Ports wären, sag ich mal, aber es wären zumindest schon mal eine Menge Ports und Ports von ultra erfolgreichen Spielen. Aber ich denke mal, also, dass sie das vorstellen, sowas in die Richtung, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber ich hoffe, dass sie auch noch ein neues Spiel für das Weihnachtsgeschäft ankündigen, weil, also, ich meine, wie viel Geld die machen würden, wenn die jetzt so ein Mario Kart 9 oder sowas dieses Jahr noch rausbringen würden. Das fangen wir gar nicht erst an, nur. Wäre insane. Aber da kommen wir jetzt gerade zu dem Punkt, jetzt switchen wir nämlich von der Timeline, von der Vergangenheit in die Zukunft zu unseren Predictions und zu unseren Meinungen. Mhm. Erstmal, was du gesagt hast, wichtig, neue Konsolen. Sony und Microsoft, trotz Corona, releasen sie dieses Jahr noch neue Konsolen. Also frage ich mich, Nintendo, was ist da schief bei euch, dass ihr es nicht hinkriegt, nicht mal ein Spiel zum Weihnachtsgeschäft zu releasen, ein neues? Aber das ist schon echt komisch. Okay, sehen wir über den Fakt mal drüber hinweg. Ich würde vorher, bevor wir in die Zukunftssachen gehen, ich würde gerne noch mal deine Meinung dazu wissen. Meiner Meinung nach hat Nintendo dieses Jahr im Marketing und in der Transparenz, einfach im Umgang mit den Fans, komplett versagt. Also, ich frage mich, wer bei Nintendo diese Marketingentscheidung trifft. Wer, guck mal, Nintendo muss sich doch eigentlich, wie soll ich das sagen? Die müssen sich ja angucken, wie wird jetzt unsere Partner-Showcase aufgenommen, ja? Also nach der Juli-Partner-Showcase müssen sie doch mal aufs Video geguckt haben und gesehen haben, oh, da sind ja viele Dislikes. Das hat jetzt den Fans nicht so sehr gefallen. Und, ja, genau. Und ich weiß, glaube ich, schon, worauf du hinaus willst. Ja. Und ich als jemand, der davon ausgeht, dass auch bei Nintendo nur Menschen, sag ich mal, das Sagen haben. Ich muss halt eigentlich deswegen vermuten, jetzt, also das würde man, wenn man es rein menschlich betrachtet, man würde sich doch nur so wenig darum kümmern, wenn man weiß, dass man noch irgendwas so Krasses in der Hinterhand hat, dass es am Ende allen egal sein wird. Dass alle vergessen werden, dass Nintendo so eine Scheiße gemacht hat und sagen werden, okay, damit habt ihr euch gerettet, das ist in Ordnung.
Ja, also ich hoffe, dass du da recht behältst. Aber ich verstehe nicht, warum sie dann trotzdem so viel negatives Momentum aufbauen. Also guck mal, da muss doch einer gesehen haben, okay, das sind viele Dislikes. Warum? Warum Ja, es bringen ist sie wirklich zu. sehr viel. Also es kann halt auch in genau die andere Richtung losgehen, dass dann irgendwann alle sagen, ja, nee, das ist zwar ein krasser Titel, den ihr jetzt ankündigt, aber damit könnt ihr das euren Fehler nicht wieder gut machen. Ja. Weil es kann halt auch in die Richtung gehen. Das Deswegen, also. Problem ist ja, dass sie es wieder getan haben. Dass sie nach der Juli-Partner-Showcase gesagt haben, jo, das war ja doch eine geile Idee, da machen wir jetzt im August direkt nochmal noch eine von. Das ist für mich diese Krux, da denke ich mir, okay, Nintendo, die gucken gar nicht darauf. Also die sind da gar nicht, denen ist das gar nicht bewusst, dass so viele Leute das absolut scheiße fanden. Und ich sage es dir ganz ehrlich, so wie es ist, wenn jetzt im Juli eine richtige Direct gewesen wäre und die Partner-Showcases jetzt erst machen würden, dann würde sie jeder abfeiern, glaube ich. Die müssen, also ich glaube, auch wenn sie nur so kurz sind, Ja, wenn du, kann sein. das ist ja was anderes, als wenn du monatelang auf eine Direct wartest und dann kommt so eine Scheiße, 8 Minuten da mit so einem Dreck. Ja. Als, oder du hast eine richtig fette Direct gehabt mit vielen Ankündigungen und dann so 2 Wochen später kommt noch so eine Partnershowcase. Oh ja, guck mal, zusätzliche Informationen noch, ist doch nett. Das ist ja, das muss man doch als Nintendo verstehen, dass das in dieser Reihenfolge so viel mehr Sinn ergibt einfach. Und ich verstehe nicht, die haben aber irgendwie den Anschluss dieses Jahr an die Fans verloren. Die haben diese Transparenz nicht mehr, die sie immer hatten durch die Directs. Was Und schade ist, weil ich das. fand immer, dass Nintendo da besser drin war als Ja. andere Firmen. Und dieses Prinzip der Direct, das finde ich ja so lustig. Nintendo hat es damals eingeführt, vor Ewigkeit. Jetzt kopiert es jeder, aber jetzt macht es Nintendo nicht mehr. Das ist auch sehr interessant. Aber ja, man kann nur hoffen, dass in Zukunft wieder was kommt. Und da kommen wir zu der Zukunft jetzt. Zu dem letzten Teil in diesem Video. Erstmal, denkst du, es kommt dieses Jahr noch eine Direct? Denkst du, es kommt dieses Jahr noch eine Direct? Oder denkst du, es kommt dieses Jahr, die machen wieder nur so ein Twitter-Announcement noch oder so fürs Wintergeschäft? Oder es kommt gar nichts mehr? Also, ich würde da gerne optimistisch sein. Aber ich kann mir wirklich gut so eine Direct jetzt so Mitte, Ende September, vielleicht noch Anfang Oktober vorstellen. Aber wenn dann bis dahin keine gekommen ist, dann werde ich jede Hoffnung aufgeben, Schmeiße weil das Handtuch. dann wird's einfach zu spät fürs Ja, Weihnachtsgeschäft. das Weißt du, glaube ich dann auch. werden sich die meisten Kinder schon eine Xbox oder sowas oder eine PlayStation, eine neue gewünscht haben. Ja. Das ist auch zu spät für Nintendo. Das denke ich halt auch. Also Aber ich find, die haben September jetzt noch Zeit. Für mich persönlich haben sie September noch Zeit und wenn September nichts kommt, dann ist sie tot für mich dieses Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich so trocken sagen. ja. Wie gesagt, 13. September, das ist ja auch was du gerade schon gesagt hast. Am 13. September ist Marios 35. Geburtstag. Hat sich auch noch keine Sau drum geschert, oder? Zum 25. Also Ge außer diesem Gerücht zu den Remakes, zu der Nintendo aber Genau. noch überhaupt keine Informationen gegeben hat, gibt's ja nichts. Also zum 25. gab es ja, glaube ich, also irgendwas gab es zum 25. Ich weiß nicht mehr was, irgendeine All-Star-Collection oder so von 2D Marios, irgendwie sowas. Dann gab es zum 30. Geburtstag gab es Mario Maker. Und jetzt zum 35. ist irgendwie tote Hose gerade. Klar, es kann an Covid ein bisschen liegen, aber irgendwie muss ja jetzt auch mal langsam was ankündigen. Und ich denke, September ist jetzt wirklich die letzte Chance an Marios Geburtstag, um die Reißleine, sage ich jetzt mal, zu ziehen und zu sagen, so, jetzt hauen wir raus. Ja, Jetzt genau. ist aber auch die Frage, Und die das, sich mir. ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Also, das wäre so ein ziemlich perfektes Datum einfach dafür, weil, also es machen halt viele andere Companies, machen sowas ja auch mit riesigen Anniversary-Ankündigungen. Ich meine, jetzt als Beispiel, vielleicht wird der ein oder andere Zuschauer wissen, wovon ich rede, hat Riot Games zum Beispiel letztes Jahr, weil da war selbes Prinzip, ja. Man hat immer gesagt, die heißen Riot Games, aber haben nur ein einziges Spiel und die ganze Zeit wurden die dafür zugeflamed, dass sie nichts anderes machen. Ja, und dann haben sie halt an ihrem 10. Geburtstag, haben die so viel rausgehauen und haben jetzt einfach schon so viel Neues und es kommt noch so viel in den nächsten Jahren. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Nintendo das halt auch so macht, weil das einfach an so einem Geburtstag von einer wichtigen Figur oder auch von dem Unternehmen selbst, da kann man sowas halt einfach gut machen. Das Ja. ist halt einfach so passend. Deswegen, ich kann mir halt, das ist so, das Letzte, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie sich alles aufgespart haben, um das an dem Tag rauszuhauen und an dem Tag wirklich das krasseste Event überhaupt zu haben. Ja, mal gucken. Ne? Also die Erwartungen sind inzwischen sehr niedrig bei mir. Ich traue auch keinen Leaks mehr oder so, seitdem ich jetzt schon wieder enttäuscht wurde im August. Aber mal gucken. Also wie gesagt, September haben sie für mich noch Zeit. Danach ist es für mich dieses Jahr tote Hose. Ich wäre zwar eher gehypt auf ein komplett neues Spiel auch.
Als auf die Mario Collection. Die Mario Collection auch geil, aber ich habe die Spiele alle schon 10-mal gespielt und ja, ich werde es auch wieder spielen, werde auch Spaß haben, aber nicht so viel Spaß, denke ich, wie mit einem neuen Spiel. Aber es ist wenigstens etwas, ja. Ja. Jetzt ist noch die Frage, die sich mir stellt. 2021, wird das dann umso geiler jetzt? Das ist die Frage. Haben sie jetzt alles verschoben wirklich aus diesem Jahr oder haben sie von Anfang an in diesem Jahr eigentlich kaum was gehabt und haben, das war jetzt ganz günstig eigentlich mit Corona. Dass aber das so wieso du gibst dieser Grenze zwischen den Jahren irgendwie so eine hohe Bedeutung, weißt du? Also du sagst jetzt irgendwie, dass du keine hohen Erwartungen mehr an 2019 hast, aber an 2020, sorry. Aber dafür überlegst du, oder hast jetzt gerade die Überlegung in den Raum gestellt, quasi, dass 2021 dann halt umso geiler werden kann. Dabei, ich weiß gar nicht, ob die sich da so große Gedanken drüber machen, das ist jetzt das eine Jahr und das ist das andere Jahr. Deswegen, also. Ja, sie machen sich ja zumindest Gedanken ums, also das Wintergeschäft ist ja so immer die Hauptzeit, sag ich mal, ja, des auf Jahres jeden für Fall. So Also so November ist die meisten, ja. Also viele AAA-Titel versuchen ja auf jeden Fall im letzten Viertel des Jahres rauszukommen. Ja, aber ich kann es mir ja nur vorstellen, weil dieses Jahr ist einfach, Nintendo denkt sich einfach, okay, weißt du was, dieses Jahr ist jetzt einfach komplett kacke gelaufen, so, machen wir nächstes Jahr einen Restart, hauen wir alles, was wir jetzt verschieben mussten, hauen wir jetzt ins nächste Jahr rein, um dann quasi die Fans zu pleasen nach so einem eher langsameren Jahr, ruhigeren Jahr, dass wir dann nochmal raushauen, richtig wie im ersten Jahr von der Switch. Aber ich finde, das hätten sie dann auf jeden Fall besser kommunizieren sollen. Das hätte man halt sagen können. So, man hätte sagen können, jo, okay, genau. Bevor ihr jetzt enttäuscht seid, weil ihr nichts von uns hört, sagen wir euch das lieber, dass dieses Jahr nicht so viel Krasses kommt, genau, aber dafür könnt ihr euch umso mehr aufs nächste Jahr freuen. Das wäre viel besser gewesen. Das ist es, das nämlich mit der Transparenz. Und das ist es, das, was die Nintendo Defenders auch nicht verstehen. Es geht uns ja nicht darum, dass wir unbedingt neue Spiele die ganze Zeit haben wollen. Wir wollen einfach irgendeine Nachricht von Nintendo mal haben, ob es dieses Jahr überhaupt noch was gibt oder ob dieses Jahr nichts mehr gibt. Ne? Eine Nachricht würde reichen, wenn sie sagen, okay, kommt dieses Jahr nichts mehr, bin ich komplett zufrieden mit. Nur diese Unsicherheit, diese Sorge um Nintendo, kommt da jetzt noch was oder nicht, das zerfrisst einem den Kopf. Ja. Ja, aber was würdest du denn jetzt sagen? Würdest du sagen, würdest du jetzt sagen, es ist von Anfang an von Nintendo so gewesen, dass sie dieses Jahr nicht so viel hatten? Oder würdest du sagen, die haben einiges aus diesem Jahr verschoben jetzt und das 2021 wird etwas krasser dann? Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht so ein oder zwei Spiele hatten, wo sie gehofft hatten, schon so in der ersten Jahreshälfte 2020 was ankündigen zu können, dass dann aber wegen Corona oder auch wegen anderen Dingen einfach, dass sie nicht so weit gekommen sind, wie sie wollten, um es anzukündigen und es dann jetzt entweder halt auf das hoffentlich noch passierende Anniversary Announcement oder halt nächstes Jahr verschoben haben. Also ja, ich halte das auf jeden Fall für möglich, dass sie viel aus diesem Jahr, also die werden nicht an nichts gerade arbeiten, die werden schon irgendwas haben, an dem die gerade arbeiten. Aber ob die das jetzt dieses Jahr schon ankündigen wollten, durchaus wahrscheinlich, also würde ich sagen, weil halt durch Corona eben da einiges auf jeden Fall. Also das hatte da, denke ich mal, schon einen Einfluss drauf. Ja. Hatten ja viele andere Entwicklerstudios, hatten damit ja auch Probleme. Ja, im Endeffekt kann man nur hoffen, ne? Im Endeffekt kann man nur hoffen, dass vielleicht sogar noch jetzt endlich mal eine Direct kommt. Also irgendwie, irgendwas stimmt da doch nicht mit den Directs. Es kann doch nicht sein, dass so lange keine kam. Und ich meine ja auch, die müssen ja eigentlich für die E3 eine geplant haben. Ne? Also gehe ich mal von aus, ja. Die werden für die E3 eine geplant haben, inhaltlich bestimmt schon, vorbereitet haben, inhaltlich. Wo sind diese ganzen Sachen hin? Warum haben sie die immer noch nicht angekündigt? Genau das meinte ich halt. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, wegen Corona gibt es jetzt E3 nicht. Dann lassen wir das mit dem Announcement, sondern verschieben das dann lieber auf September, wo wir das dann mit dem Anniversary Announcement kombinieren können, was dann noch geiler wird oder so, hoffentlich. Also wenn da nichts kommt, dann... Ja, also ich sag mal so, Das wäre einfach eine vertane Chance. Ich finde aber auch, die Nintendo-YouTuber, die tun schon alle so, als wäre das so schon bestätigt, dass das kommt. Das finde ich noch bei weitem nicht. Also ich würde erst von Nintendo wirklich was hören, damit ich das 100% glaube. Ja, ja, eben. Klar. Würdest du denn sagen, was ich ein bisschen komisch finde bei den 3D-Mario-Sachen, würdest du da zustimmen? Also ich habe ja vieles gehört, dass dann nur Galaxy 1 drin sein soll. Also so 64 Sunshine und Galaxy 1. Habe ich auch gehört. Da verstehe ich aber nicht. Da frage ich mich, warum denn nicht auch Galaxy 2? Also das ist ja...
komplett unnötig, wenn du da einfach ein Game rauslässt. Ich meine, 3D World Deluxe soll ja angeblich auch kommen. Warum tust du dann, lässt du dann Galaxy 2 aus? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich hätte es verstanden, wenn Galaxy 2 zum Beispiel ein Wii U-Titel gewesen wäre, weil der dann einfach noch nicht so alt wäre. Hm. Aber Galaxy 1 ist ja zusammen mit Galaxy 2, also teilt sich ja die gleiche Konsole. Und deswegen, also Galaxy 2 ist ja jetzt nicht so viel älter als, so viel jünger als Galaxy 1. Mich persönlich würde es nicht ganz so stören, weil, wie du ja weißt, finde ich, mag ich Galaxy 1 lieber als Galaxy 2. Was du ja nicht tust. Ja, aber beides großartige Spiele, muss man sagen. Definitiv. Also es sind beide super gute Spiele und ich würde mich auch freuen, Galaxy 2 nochmal auf der Switch spielen zu können. Aber es stört mich jetzt wahrscheinlich nicht so mega krass wie dich. Wobei ich es auch nicht verstehen würde. Ja, so. Genau. Es ist das Verständnis, logisch das ist betrachtet. Eher, ja. Ich meine, man kann wieder dann argumentieren, vielleicht wäre das dann, hätte das deren Ressourcen einfach gesprengt, dass sie nicht an so vielen Spielen gleichzeitig, an so vielen Remakes gleichzeitig arbeiten können und dass Galaxy 2 dann irgendwie ein Jahr später oder sowas nachgereicht wird, das fände ich okay. Dagegen hätte ich dann nichts, weil außerdem, wenn man jetzt Sunshine 64 und Galaxy 1 bekommt, dann hat man halt erstmal genug Zeit zu füllen quasi. Ja. So, damit kann man dann erstmal einiges an Zeit verbringen, bis dann, wenn dann Galaxy 2 halt noch nachgeliefert wird. Andererseits sind das halt auch nur Gerüchte und Leaks, also vielleicht kommt Galaxy 2. Genau, vielleicht kommt ja auch gar nichts. Das vielleicht kommt auch gar nichts. Sache. Das weiß man halt bei Nintendo dieses Jahr nicht. Ja, deswegen zerreißt sich jeder mit Leaks den Kopf. Und deswegen werden die so bekannt, die Leaker. Aber gut, um das Ganze hier mal langsam zu einem Ende zu bringen, ein letztes Thema noch. Auf welche Spiele hast du Hoffnung, dass sie vielleicht noch angekündigt werden könnten dieses Jahr? Für, meinetwegen auch für nächstes Jahr. Es muss jetzt nicht, dass sie noch dieses Jahr rauskommen oder für nächstes Jahr. Ich werf mal eine Sache schon mal direkt in den Raum. Mario Kart 9. Dachte ich mir. Das ist auf meiner... Ehrlich gesagt, ja. Ich habe nicht so krass das Bedürfnis auf ein neues Mario Kart. Ich würde mich zwar über neue Strecken freuen, von mir aus können die aber auch per DLC in Mario Kart 8 kommen, weil Mario Kart 8 einfach ist für mich einfach immer noch sehr aktuell. So, es hat immer noch eine riesige Playerbase, es ist Top-Qualität, also jetzt von der Aufmachung des Spiels an sich her, also Grafik und so ein Kram. Gerade durch den Port auf die Switch, wo dann nochmal die Auflösung dann auch verbessert wurde und so ein Kram. Klar kann man nochmal einige Sachen besser machen, wie den Netcode oder so ein Kram. Da gibt es ja einige gute Beispiele. Ja, weshalb, dass Nintendo immer noch auf Peer-to-Peer-Verbindungen setzt und statt auf Server, ne? Das ist einfach ein absoluter, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema für ein anderes Video. Ja, oder was ich mir halt auch wünschen würde, also wenn man dann auf Server umstellt, dass dann auch nicht, dass du als Deutscher nicht mit einem Brasilianer gematcht bist oder so ein Kram, weil das wird halt einfach nichts so. Das funktioniert in den anderen Games genauso wenig, sondern dass es dann halt zum Beispiel einen Europa-Server gibt und einen NA-Server und so weiter. Ich muss aber auch, ich muss mal einmal kurz sagen, das wäre eigentlich schon ein cooles Thema für einen eigenen Nintendo-Talk, glaube ich, das Nintendo-Online-Service, also generell dieses 20 € im Jahr-Ding. Ja, okay, aber da kannst du generell drüber ranten, so, das ist halt einer der Gründe, warum ich absolut zum PC Master Race Team gehöre. Echt? Warum bei jeder Konsole Online-Play kosten muss? Warum? Ja. Weil ist das? Weil einer, also ich glaube, wenn die Konkurrenz das nicht machen würde, dann würde Nintendo das halt auch nicht machen. So, das ist halt einfach so ein Ding, dass die müssen einfach alle immer gegenseitig mitziehen, weil die anderen es machen. Ja. Ich verstehe, aber guck mal, bei Nintendo ist es ja so, du zahlst zwar nur ein Drittel, aber du kriegst auch nur ein Drittel der Qualität dafür. Ne? Das ist leider. Ich finde, da hat Microsoft aber definitiv noch das beste System. Mit dem Game Pass, dass du dann auch und Crossplay vor allem, dass halt nicht Crossplay ist ja was anderes, aber dass so die Spiele auf PC spielen kannst. Auf PC und auf Xbox spielen kannst. Du musst sie nur einmal kaufen. Das halt, brauchst du auch halt auch keine Xbox mehr. Muss man auch genau. Deswegen aber haben wir auch da hast du natürlich absolut recht. Aber um nochmal eben, jetzt mal nochmal weg von Nintendo Online, da sonst wird das hier auch wieder den Rahmen sprengen. Yeah. Um mal nochmal eben auf Mario Kart 9 zurückzukommen. Es ist ja immer noch mein meist erwartetes Spiel seit, ich glaube, Anfang letzten Jahres. Also ich warte schon Ewigkeiten auf endlich mal auf eine Ankündigung. Ja, nee, verstehe ich nicht. Also, ja, guck mal, als jemand, der das Spiel zu Launch geholt hat, das war das Spiel, das mich dazu gebracht hat, eine Wii U zu holen. Ich habe ja die Wii U mit Mario Kart 8 geholt. Und ich spiele das jetzt seit über 6,5 Jahre ohne neues. Und die kommen normalerweise im 3-Jahrestakt. Und jetzt 6,5 Jahre ohne neues Mario Kart ist ja okay, wird. Stimmt. Ich habe das natürlich nicht so lange gespielt, weil ich keine Wii U besessen habe, was ich nicht bereue übrigens. Sondern ich spiele Mario Kart 8 ja erst, seit ich die Switch habe. Deluxe. Und
Ich weiß nicht, für mich ist Mario Kart 8 halt absolut noch nicht ausgelutscht. Ja, aber es freut mich wenigstens, dass es bei manchen so zumindest noch ist, aber ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Und ich finde auch DLCs, ja, okay, aber das Spiel hat ja, es ist ja eigentlich ein Spiel, das schon DLCs bekommen hat, dann in der Definitive Ja, Edition also ich quasi. würde mir einfach wünschen, dass, wenn jetzt kein neues Mario Kart rauskommt in nächster Zeit, dass sie dann wenigstens Mario Kart Ja, 8 updaten. Nicht, es aber müssen da ja nicht hast nur du. neue Strecken sein, sondern auch zum Beispiel mal irgendwie Änderungen bei den Items. Das soll richtig coole Items, wie zum Beispiel, was ich ja immer noch mega feier, ist diese Wolke von der Wii. Echt, die Falls du dich erinnerst, feierst du? die Was? man so weitergeben Okay, muss. Das ist, okay. ich meine, es war vielleicht nervig, weil es halt so umgesetzt war, wie es damals umgesetzt war. Aber es ist an sich eine geile Idee. Einfach, das ist ein Item, was du nicht einfach einmal aktivierst und dann fertig, sondern das ist halt noch so, das ist so ein kleines Minispiel in sich einfach. Und Okay. das Aber. feiere ich. So dieses Prinzip. Es muss nicht diese Wolke sein, die die wieder zurückbringen, sondern halt einfach irgendwie dann halt zum Beispiel mal Items, die ein bisschen komplexer sind als, ja, du drückst auf den Knopf und dann fliegt ein Panzer zum ersten Okay. Platz und geht dann halt hoch. Okay. Ja, okay. Ja, lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, wenn Aber jetzt neue neue. Strecken. Ja, aber guck mal, wenn jetzt neue Strecken in Mario Kart 8 zum Beispiel dazu kommen per Update, also da hast du ja immer noch die ganzen 48 anderen alten Strecken, die ja immer noch dabei sind. Also ich würde schon ein neues Spiel, es braucht für mich keine neuen Features unbedingt. Vielleicht ein paar neue Items, ein paar neue Charaktere und 48, oder beziehungsweise 32 bis 48 neue Strecken. Und das würde mir schon reichen. Vielleicht noch den Mission-Modus aus DS zurückbringen und das wäre perfekt. Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum die das nicht immer längst zurückbringen, aber egal. Na, jedenfalls Mario Kart 9 für mich immer noch mein meist erwartetes Spiel seit über einem Jahr. Ich hoffe wirklich, dass es bald endlich mal angekündigt wird. Ich kann Mario Kart 8 nicht mehr sehen. Aber gut. Gut, Ja, nee, neues. also ich bin da auf andere Sachen mehr gehypt. Wobei, ich sag mal so, bei Mario Kart 9, das ist ja quasi sicher, dass dieses Spiel irgendwann kommt. So, Das auf also jeden Fall. auch wenn es nicht angekündigt ist, ich meine, es ist halt eine Reihe, von der man weiß, dass sie eigentlich noch weitergeführt wird. Ich bin, also, worauf ich zum Beispiel mega gehypt, bin, ist jetzt so schwer zu sagen, weil es ist halt nicht angekündigt oder man weiß nicht, ob es kommt, weil es eben nicht so eine Reihe ist. Was mich übel freuen würde, sage ich mal, wäre halt zum Beispiel Mario Galaxy 3. So. Also, Ja, da wäre mir Mario Kart 9 schon scheißegal, das stimmt schon. Da wäre mir Mario Kart 9 auch scheißegal, aber das wird niemals kommen. Ja, Das das wird sind halt niemals leider kommen. so Sachen, die Ich glaube auch nicht, dass. da müsste Nintendo schon sehr nett sein. Ich glaube auch nicht, dass Mario Odyssey 2 kommt. Weil Mario Galaxy ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo Nintendo jemals ein richtiges Sequel zugemacht hat. Und warum sollten sie dann das plötzlich für jedes Spiel machen? Das glaube ich nicht. Also Mario 3D Land und 3D World kann man noch streiten, ob das Sequels sind. Würde ich schon sagen. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen, als du das gesagt hast. Das Aber ja, einzige Spiel mit. ich glaube nicht an Odyssey 2, sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube an ein komplett neues 3D Mario. Wenn das übrigens, glaube ich, wird nicht mehr dieses Jahr angekündigt. Ich denke, nächstes Jahr könnte eine Ankündigung kommen für ein neues Mario. Dieses Jahr Aber nicht ganz mehr, glaube ehrlich, ich fände ein Odyssey 2 aber auch nicht geil. Nee, ach Muss ich so, ehrlich sagen. ja. Weil das ist einfach so ein Game für sich. Wenn die jetzt einfach ein plumpes Sequel rausbringen würden, wo man wieder mit diesem, halt mit der Odyssey rumfliegt und so ein Kram, was halt wieder das Gleiche wäre quasi, nur mit neuen Welten, fände ich nicht so geil. Dann sollen die sich lieber neue Sachen einfallen lassen. Es kann von mir aus in einem ähnlichen Grafikstil sein und sowas, aber es muss halt schon eine andere Story Ja, erzählen und ein finde bisschen ich andere auch. Game-Mechaniken haben. Da So bin wie halt ich. mit 3D World zum Beispiel halt auch Unterschiede zum Beispiel zu Mario Galaxy, obwohl du halt sagen kannst, ja, ist beides 3D Mario und so ein Kram, aber es sind halt Ja, trotzdem unterschiedliche Gameplay-Elemente, das also stimmt schon. deswegen, ich weiß es nicht, mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, irgendwie was für geile Ideen die noch umsetzen können, Ja, aber das ist so die halt sagen, Frage, ne? okay, Mario ist so ein 3D bisschen. Mario, was könnte man da Neues machen? Genau, Ah, was kann man machen? lass uns Planeten machen und das im Weltraum spielen lassen. Das ist halt dann Das wäre Mario schon geil. Galaxy gewesen. Das ist Das wäre schon halt geil. was anderes gewesen. Das war geil. Ja, ich muss Und auch sagen, deswegen. ich hätte auch mehr Lust auf ein neues Mario als auf ein Odyssey 2, ja. Ich wäre jetzt auch nicht abgeneigt unbedingt für ein Odyssey 2, aber es wäre jetzt nicht so dieser große Boom-Faktor, dieser, boah, krass, ne, was ich schon vorhin bei Ja, Nintendo genau. Direct gesagt habe. Lieber So ein wie halt neues damals bei Spiel. Odyssey 1. So, bei Odyssey 1, das war ja Genau, insane. das war in. Ich weiß noch, wie wir da ausgerastet sind bei der Direct. Alter Vater. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war schon ziemlich geil. Und ich hoffe, dass Nintendo bald wieder. Also nächstes Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo sagt, okay,
Breath of the Wild 2 kommt irgendwie so Sommer nächstes Jahr und Mario Odyssey kommt dann Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist beides so in einem 4-Jahres-Abstand, weil die haben ja die Grafik-Engine schon von beiden Spielen. Das heißt, die müssen sie nicht nochmal extra für die Switch programmieren, sag ich mal, und einrichten. Die haben sie schon. Da können sie darauf neue Sachen machen. Kann ich mir vorstellen. So. Ja. Und eine Sache, ich auch. Ja, sag. Nee, sag du zuerst. So, ja, ich würde mich auch über ein neues 2D-Mario tatsächlich mal sehr freuen. Vor allem, weil das mich ist lustig jetzt gerade. Mario Bros. U nicht so überzeugt hat. Das ist jetzt gerade lustig, dass du das ansprichst, weil ich wollte gerade zu einem letzten Spiel, was ich noch, wo ich noch sehr drauf hoffe, kommen, und zwar ein neues Donkey Kong Country. Oh ja, das stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Das hatte ich gar meiner nicht Meinung nach deutlich besser als die 2D-Marios und das beste, also Donkey Kong Country Tropical Freeze, meiner Meinung nach das beste 2D-Jump'n'Run aller Zeiten. Absolut geiles Game gewesen, das stimmt. Super. Nein, aber ich weiß auch nicht. Mir fällt es immer schwer, so also das heißt unterschiedlich, aber solche Sachen wie jetzt Donkey Kong Country und die 2D-Mario-Reihe zu vergleichen, so, es ist halt für mich, so das beides unterschiedliche Reihen, die halt beide gut sind, wobei ich jetzt Donkey Kong Country nicht so gut kenne wie die 3D-Mario-Reihe, aber Tropical Freeze kenne ich definitiv auch. Und ist ein absolutes geiles Game, definitiv. Mhm. Und ich würde mich auch da über einen Nachfolger freuen. Aber so ein Nachfolger würde jetzt nicht ein Nachfolger von den 2D-Marios für mich ersetzen. So, ich will halt beides haben. Ja, okay, kann ich auch verstehen. Aber für mich ist halt immer, also nicht immer schon, sondern seit ich Donkey Kong Country spiele, für mich das die bessere Reihe. Also ich finde es auch, es sind ja beides 2D-Plattformer. Und ich finde, Donkey Kong macht einfach so viel besser als Mario. Es ist schwierig, es ist herausfordernder, es ist länger. Ja, und richtig. Also das sind vor allem die beiden wichtigen Sachen. Und es ist abwechslungsreich. Es ist sehr abwechslungsreich. Deswegen. Aber auch dieses herausfordernde Argument, das zählt für mich halt auch meiner Meinung nach nur, wenn man jetzt die letzten beiden, insbesondere das vorletzte 2D-Mario für den 3DS betrachtet. Darüber wollen wir jetzt aber hier nicht reden. Das wird verschwiegen jetzt hier in diesem Video. Aber also ich glaube zwar nicht dran, dass eins kommen wird in den nächsten Jahren, weil Retro Studios gerade an Metroid Prime 4 arbeitet. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist auch ein sehr krass erwartetes Spiel von mir. Ich hoffe, sie bringen da einen dritten Teil noch von der neuen Donkey Kong Country Trilogie raus. Also von der, noch sind es ja noch zwei Teile, aber ich hoffe, sie bringen noch einen dritten raus. Das wäre zu geil. Ja. Und jetzt lass mich, um dieses Video abzuschließen, dir noch einen letzten Satz mitgeben, eine Frage stellen quasi, wo ich deine Meinung nochmal zu haben will. Und da kommen wir nochmal, der Kreis schließt sich jetzt, wir kommen zurück zu dem Thema vom Anfang. Ist Corona dieses Jahr eine Ausrede für Nintendo bislang gewesen oder haben die, können die das nicht einfach alles auf Nintendo schieben und hat Nintendo es auch ein bisschen selbst verkackt dieses Jahr, was man vielleicht sagen muss? Vielleicht auch nicht, Nies, was sagst du dazu? Also, ich finde, dass Corona nicht mal unbedingt eine Ausrede sein muss, sondern vielleicht sogar wirklich ein echter Grund. Ja, also, es ist jetzt, ich würde jetzt nicht einfach sagen, ja, bla bla bla, die nutzen das jetzt hier nur als Ausrede und so, sondern ich kann mir halt vorstellen, was auch bei anderen Entwicklerstudios so war, dass Corona da wirklich einen Impact drauf hatte. Und Nintendo da einfach nichts für kann. Das ist ja natürlich schade für die Fans. Aber was willst du machen, ne? Gegen so eine globale Pandemie kannst du nichts machen. Und ich sag mal so, auch wenn das nicht so ist, also angenommen Nintendo wurde jetzt nicht so krass negativ beeinflusst von Corona. Die haben ja jetzt nicht irgendwie getweetet oder so, ja, heult man nicht alle rum, das ist alles nur wegen Corona. Deswegen. Ja. Sehe ich da jetzt nicht so den nicht so einen großen Zusammenhang. Findest du, das können die jetzt immer noch bringen? Also jetzt, wo auch die Produktion von allen möglichen Sachen wieder gestartet ist, viele Leute jetzt, ne, Homeoffice ist etabliert, so viele Leute arbeiten wieder in ihrem normalen Tempo und trotzdem kommt jetzt im August in der Nintendo Direct Mini Partner Showcase am Anfang wieder der Disclaimer, ja, wegen Corona ist hier alles, was wir hier zeigen, erstmal nur so vorläufig. Findest du, das kann man jetzt immer noch, also Nintendo kann das immer noch als Anführungszeichen Ausrede benutzen, jetzt zu diesem Zeitpunkt der Pandemie, wo in Japan das Ganze ja zumindest gerade aktuell zumindest auf einem niedrigeren Stand ist? Ich weiß nicht, wie das in Japan aussieht im Moment, die Situation. Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Aber naja, ja, wie soll ich sagen? Also es ist ja jetzt eben nicht so, dass sie halt direkt sagen,
dass das alles, also diesen Disclaimer, bitte fass ihn nochmal zusammen. Also was genau haben die da Ja, das steht halt vor diesen Präsentationen, steht halt immer wegen Covid-19, behalten wir uns vor, an allem, was wir hier zeigen, dass das alles, was wir hier zeigen, ist nicht endgültig, das ist vorläufig nur, wir behalten uns vor, Release-Dates zu verändern oder so. Sie haben eigentlich nie Release-Dates. Das sollte aber eigentlich immer so sein. Also, das hat ja nichts mit einer Pandemie meiner Meinung nach zu tun. Das ist ja immer so, dass, ich meine, welches, ein Entwicklerstudio, das sich so krass darauf beschränkt, ein Release-Datum zu droppen und das dann auch einzuhalten, die haben sich halt selber einfach dann ein Hindernis in den Weg geschafft. So. Also ich finde, das sollte Nintendo, müsste das gar nicht tun, die müssten diesen Disclaimer gar nicht zeigen. So. Ich würde das auch so wissen, dass die natürlich als Entwickler des Spiels das Recht haben, das Release-Datum noch nach hinten zu verschieben, was dann halt auch zu einer besseren Qualität des Spiels beiträgt. Also, ich finde das einfach ein bisschen fehl am Platze, dann diesen Disclaimer überhaupt zu benutzen. Für mich bräuchte es diesen Disclaimer nicht mal. So, ich würde denn auch ohne diesen Disclaimer verzeihen, wenn die ein Spiel nach hinten verschieben. Ja, wenn sie wenigstens mal eins ankündigen würden. Aber eine Direct hätten sie doch trotzdem schon in letzter Zeit mal machen können, oder? Also, die haben jetzt mehrere Partner-Showcases und eine Indie-World gemacht, da können sie auch eine richtige Direct machen, oder? Also, wir können uns zumindest darauf einigen, doch dieses Jahr, das Marketing von Nintendo, das ist ja die Transparenz, die ist irgendwie nicht richtig, oder? Also zu der Direct würde ich sagen, sie hätten jetzt keine machen müssen. Wie gesagt, wenn Corona so einen krassen Einfluss auf die hatte, dann tut mir das leid für die. Ja, dann will ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, die hätten aber trotzdem, auch wenn sie da krasse Probleme hatten, was machen müssen. Was ich aber gut gefunden hätte, wäre, wenn die halt was gesagt hätten, einfach so irgendwie so auf Twitter dann halt gesagt hätten, ja, wir schaffen es einfach gerade nicht, ja, Personal und Corona und so weiter, alles, das funktioniert im Moment nicht, tut uns leid. Das wäre okay gewesen. Also ich glaube, also wer das dann nicht verstanden hätte, wäre selber schuld gewesen. Ja. Aber halt gar nichts dazu zu sagen, ja, also ist halt diese einfach Umgang, ist schade für die Fans, genau, aber im Endeffekt kannst du auch dafür die eigentlich nicht wirklich blamen. Das ist halt im Endeffekt können die das natürlich machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, vielleicht hat der Präsident einfach Bock, ein bisschen reinzutrollen. Der sieht so, okay, haha, wir machen sie ein bisschen wütend, jetzt machen wir noch eine Partner-Showcase oder so. Aber nein, ist natürlich warum nur, sollte man das nein, natürlich? Das ist natürlich nur so ein Gedankenspielchen. Also das ist halt einfach Gedankenspielchen. Aber ich finde schon, dass man dieses Jahr Nintendo für eine Sache blamen kann. Und zwar, ich finde, dass ich will jetzt nicht mal sagen, im Umgang mit den Fans, das hört sich so drastisch an, sag ich jetzt mal, ich hoffe, du weißt, dass ich das jetzt nicht so drastisch meine, aber im Umgang mit den Fans hätte man ein paar Sachen anders, besser machen können, als man es getan hat, trotz Corona. Und das ist wichtig, dass du da können sagst, weil es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, okay, die hätten das machen müssen, und das sehe ich halt nicht so. Also ich finde nicht, dass sie sich da zu irgendwas zwingen sollten, nur weil ein paar Fans angepisst sind und gerade halt eine Pandemie. Okay, aber ich habe übrigens bei dir die Klingel gerade gehört, keine Sorge, es dauert nicht mal lang. Aber ja, da geht's auch schon los. Aber um dich nochmal für ein Abschlussstatement zu begeistern, was ich jetzt gerade auch schon gesagt hatte. Ich finde, du sagst es genau richtig, man muss den Fans, man muss jetzt nicht, nur weil Fans jetzt sagen, das müsst ihr jetzt machen, so muss man jetzt auch was machen. Sehe ich genauso. Aber jetzt zum Beispiel verglichen mit Sony muss man ja schon sagen, dass Nintendo das Ganze nicht so geil gehandelt hat, wie zum Beispiel halt Sony, die ja auch in Japan sitzen, die es ja genauso betroffen hat wie Nintendo in der gleichen Stärke. Muss man sagen. Dummerweise bin ich aber nicht so informiert, was Sony angeht dieses Jahr, weil ich sag mal so, die PlayStation interessiert mich jetzt nicht wirklich. Okay. Genauso wenig wie die Spiele, denn die Spiele, auf die ich hyped bin, ja, sowas wie Avengers und Cyberpunk, kommen auch beide für den PC raus, deswegen ist mir die PlayStation herzlich egal. Okay. Weswegen ich wenig mit Sony auseinandergesetzt habe dieses Jahr. Okay. Also, weil ich da nicht so viel sagen kann.
Aber man muss ja auch irgendwie die Investoren bei Laune halten, finde ich. Also man hat jetzt ein Investoren-Meeting am 16. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Genau, weil Nintendo kann ja jetzt nicht dahin. Also das Problem ist ja, die müssen ja irgendwas ankündigen, damit eben die Investoren auf dem Sprung bleiben. Also sie können ja nicht dahin gehen. Also das ist, geht ja darum, in diesen Meetings, ja, ihr investiert hier in dieses System, Nintendo Switch, investiert in diese Firma. Aber wir haben euch nichts zu zeigen. Also wie ist das? Also wir haben hier jetzt nichts, worin ihr investieren könnt. Das ist ja, die können ja nicht da reingehen und sagen, ja, Pikmin 3 Deluxe, so, das ist das, was jetzt rauskommt für die nächsten Monate. Seid ihr noch dabei? Da wird keiner ja sagen. Also sie müssen ja auch irgendwie die Investoren noch bei Laune halten. Deswegen glaube ich, dass da vielleicht noch was kommt. Also die Hoffnung, ich will meine Hoffnung nicht wieder hochkriegen, so wie jetzt die letzten Monate, sonst werde ich wieder maßlos enttäuscht. Aber ich persönlich finde, ich möchte von uns beiden jetzt nochmal ein Abschlussstatement von Nintendo dieses Jahr. Ein oder zwei Sätze noch einmal zum Abschluss von dir zu Nintendo dieses Jahr. So, also du kannst den Satz direkt an Nintendo richten, du kannst den Satz jetzt aber auch so einfach so im Generellen kannst du irgendwas sagen. Also prinzipiell bin ich von dem, was sie dieses Jahr bis jetzt gemacht haben, enttäuscht, was aber auch irgendwie logisch ist. Andererseits bin ich aber sehr optimistisch, dass auch dieses Jahr noch was kommt. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und bin gespannt. Also es würde mich wirklich unfassbar stark wundern, wenn die jetzt zum Anniversary nichts ankündigen. Also wirklich gar nichts. Oder halt nicht mehr wenigstens einen krassen First-Party-Titel oder halt diese Remakes. Es ergibt einfach für mich keinen Sinn. Das steht für mich außer Frage. Das wird irgendwas kommen. Okay, das war Nies Abschlussplädoyer. Und eine Sache, die ich dann noch zum Abschluss hinzuzufügen habe, meine letzten Worte. Um dieses Jahr zusammenzufassen, ich muss sagen, ich bin auch, was die Transparenz dieses Jahr angeht von Nintendo, also ne, wir haben uns jetzt am Ende schon herausgestellt, dass wir nicht unbedingt die exakt gleiche Meinung jetzt haben. Ich finde, von der Transparenz her dieses Jahr hat Nintendo einfach, es ist nicht so gut geregelt wie andere Firmen, was Corona angeht. Meiner Meinung nach hätten sie zumindest, wie du es auch schon gesagt hast, was sagen können. Kommt jetzt noch was, kommt jetzt nicht mehr was, oder sorry, wir schaffen es nicht mehr oder so. Ich finde, Nintendo, man hat gemerkt, dass Nintendo das unvorbereitet getroffen hat dieses Jahr und dass sie mit dieser ganzen Situation nicht so gut umgegangen sind, wie sie es gerne gewollt hätten. Man merkt das, meiner Meinung nach, man sieht das. Ich hätte es mir gewünscht, dass Nintendo dieses Jahr etwas besser meistert. Ich finde es schade, dass es nicht so gekommen ist. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht bislang. Aber solange jetzt am Ende des Jahres noch was kommt, irgendwas, selbst wenn es dann meinetwegen nur Mario Anniversary Collection ist, dann ist das Jahr zumindest nicht komplett für mich in die Hose gegangen. Also finanziell gesehen ist es sowieso nicht in die Hose gegangen. Nintendo hat absolut Profit gemacht im Vergleich zu allen anderen, ne, wegen der Switch und Corona-Zeiten und so. Ja. Aber ja, das ist so das Jahr in der Nutshell, finde ich. Ich bin enttäuscht ein bisschen, aber ich habe immer noch Hoffnung, dass noch was passieren kann. Wenn dieses Jahr nichts mehr kommt, muss ich sagen, meiner Meinung nach schwach von Nintendo. Muss ich sagen. Also es ist meine Meinung. Ja. Würde ich dann auch so sehen. Aber wie gesagt, ich bin mir zu annähernd 100% sicher, dass noch irgendwas kommt. Gut, ja, vielleicht werden wir demnächst mal, falls mir da was angekündigt wurde, vielleicht kann man dazu unsere Meinung dann scheren. Falls was angekündigt wird, vielleicht haben wir dann endlich neue Meinungen zu Nintendo dieses Jahr. Wir werden es sehen. Ich würde vielleicht auch, falls eine Direct angekündigt wird, das Ganze aufnehmen. Reactions von uns, hätte ich Bock drauf. Aber müssen wir natürlich nicht, mir egal. Aber wir werden sehen, ob überhaupt noch was kommt dieses Jahr. Es ist alles ein großes Fragezeichen bei Nintendo. Ich möchte mich allerdings jetzt erstmal an dieser Stelle bei dir bedanken, Nies, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Kein Problem. Ich möchte mich auch bei euch bedanken fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr mehr in Zukunft von sowas haben wollt, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Dann wissen wir Bescheid und machen vielleicht mal das Öfteren über irgendein Thema so einen kleinen Talk. Wer weiß. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, muss ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hier wieder. Wer weiß, was es sein wird, wann es sein wird, ob es ein Let's Play ist, ob es ein Reaction ist, ein Nintendo Talk Video und weiteres. Wir werden es sehen. Auch hier wie bei Nintendo ein großes Fragezeichen. Und ich würde sagen, damit ist das Video hier am Ende. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao, tschüss. Ciao.